So, und damit herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimativ Ninja Storm. Wir haben in der letzten Folge Kiba ein bisschen in den Hintern getreten und nach der Mission ist leider Akamaru verschwunden und wir müssen Akamaru suchen. Verzweifelte Flucht im Wald. Akamaru ist seinem Besitzer Kiba weggelaufen und verschwunden. Hilf Kiba, Akamaru zu finden. Ich hoffe nicht, dass das unser Problem, also dass wir daran schuld sind, weil die verloren haben. Okay, da unten muss ich hin. Das ist ja gleich hier. Da. Kiba, hast du Akamaru gefunden? Noch nicht. Ich höre allerdings gerade, man hätte ihn draußen im Wald gesehen. Schön, lass mich helfen. Wir müssen einfach nur im Wald suchen. Normalerweise bist du die letzte Person, von der ich Hilfe erhole. Aber ich nehme alles, was ich bekomme. Tut mir leid, ich schätze deine Hilfe, Naruto. Gut, fangen wir diesen Welpen. Yo, los. Akamaru ist weggelaufen und wir machen eine kleine Run-Mission. Ja, ja, ich weiß, wie das doch funktioniert. Oh. Okay, ich muss ihm also hinterherkommen. Ach Mist. X war da. Mist, Mist, Mist. Habe ich ihn da gerade schon gesehen? Da war so ein schwarzer Punkt am Rumhüpfen. Und ich komme hier auch. Komm, 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 komm. Naruto. Der Wald ist aber auch gemein. Oh, ich glaube, ich habe eben gerade eine Anzeichen gehabt, dass der hier ist. Komm schon, ich krieg dich, du Fake-Neu. Oh, fuck! Oh, ich hab ihn! Der arme Hund! Hält ihn einfach so an den Pfoten fest. Nee, nee, du kommst nicht weg. Ja, Mission geschafft. Perfekt. Haha, Wimmer. Gut gemacht, Naruto. Ich bin nur froh, dass ich ihn fangen konnte. Nun, Akamaru, jetzt bringe ich dich weg, damit du deine Spritze bekommst. Wimmer, es hat keinen Zweck zu betteln. Du kommst nicht darum herum. Kleff. Trotz allem kommt ihr beide noch miteinander zurecht. Ha, natürlich. Kleff, kleff. Gut, los geht's. Versuch nicht wieder wegzurennen, Akamaru. Tja, sie sind weg. Ich schätze, ich gehe dann auch. Ja, perfekt. Dann holen wir uns doch hier gleich. Das, was hier so... So, schön einsammeln, auch Geld einsammeln. Und dann haben wir das doch. Gut, ausmachen? So. Alter, wie viel Dinger ich da noch einsammeln muss. So, dann rennen wir gleich hier hoch. Und hier rein. Schön einsammeln. Perfekt. Das haben wir. Dann haben wir da hinten nochmal die. Aber wir können es ja auch später sonst noch einsammeln.
dann müssen wir gleich hier hoch wieder springen. Und hier den Sprung hinlegen. So, dann haben wir die auch schon mal. Dann fehlt uns nur noch das hier oben. Und ich würde sagen, das können wir auch uns später holen. Holen wir erstmal, machen wir ein paar Missionen. Da, Hauptlinie gegen Nebenlinie. Während ob des Sieges von Naruto in der Halle laut Kommentare aufbrandeten, wurden zwei weitere Namen aufgerufen. Beide aus denselben würdigen Konoha-Familie. Dem Hyuga-Clan Hinata aus dem Hauptstamm und Neji aus der Seitenlinie. Nutzen beide Yuken. Angesichts von Nejis überwältigen Kraft schien Hinatas Niederlage sicher, aber sie trat ihm unerschrocken entgegen. Die Vorrunde des Shunin-Prüfung geht weiter. In der nächsten Kampf treffen Hinata Hyuga gegen Neji Hyuga aufeinander. Anscheinend handelt es sich um Cousins. Aber dieser Neji ist ein bisschen seltsam. Pass auf, Hinata. Oh, ich spiele das erste Mal Hinata. Jetzt bin ich mal interessant. Interessant. Ich bin interessiert, natürlich. Okay, das sind alles so nach. Komm. Ah, fuck. Ah. Aua, 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 aua. Hinata, pass auf! Komm. Schön schlagen. Oh, Alter, das war gut. Okay, das wird echt knapp wahrscheinlich. Ah, komm schon. Hinata, komm schon, festhalten. Oh, fuck. Okay, Biokugan ist aktiviert. Oh, Alter, voll eine mitgegeben.
war krass. Ja, Hinata, du bist die Beste. Ich liebe dich. Gut, ja, wir haben es geschafft, ihn zu besiegen. Mit der süßen Hinata. Perfekt. Geheime Schriftrolle, Sammlung, Truhen. Perfekt. Wir müssen nach da oben. So. Wenn wir hier oben sind. Oh, ich bin zu weit oben. Ah, egal. Dann hole ich das erstmal, was auf der Schule ist, und dann den Rest nach. So, wo sind denn das ganze Zeug? Ah, da oben drauf. Gut, dann springe ich erstmal hier drauf. Oh, was für eine Aussicht. Und die ganzen, ja, Hokage. Jetzt kommt mein Lieblingssprung wieder. Ja. Das war nicht mein Lieblingssprung. Nein, springt tut man mit A. Perfekt. Dann holen wir uns hier noch schnell das ganze andere Kram. Beziehungsweise gehen, glaube ich, erstmal hoch. Und holen uns die Truhe. Oh, die Truhe ist da drüben. Hey, wie weit bin ich denn jetzt hier? Komisch. Wo ist 100 Pro hier drin? Komm, komm, komm. Ja, perfekt. Hinatas Buch. Ja, ja. Gut, okay. Dann sammeln wir noch die anderen Sachen ein. Und dann könnten wir vielleicht noch mal eine kleine Mission machen. Komm, komm, lauf, 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 lauf. Gut. Oh, da hinten ist noch was. Das habe ich ja ganz übersehen. Ach, das ist wieder das in der Luft, wo man hier hochspringen muss und von oben gucken sollte. Gut, so. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen höher. Gut, dann haben wir alles. So, und was können wir für Missionen denn noch machen? Gut, das haben wir alles. Und hier müssen wir noch Wutrasen. Neji nutzt eine Unaufmerksamkeit und konnte seine Gegnerin erfolgreich besiegen. Und damit war die Vorrunde endlich beim letzten Kampf angekommen. Lee gegen Gaara. Gaara als Spezialist in der Sandtechnik schützt seinen Körper die ganze Zeit über mit dem Mauer des Sandes. Ob's Lee's Taijutsu wohl durchdringen kann.
Das wird eine sehr, sehr interessante. Ah, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. In dieser Folge versuchen wir einfach nochmal ein bisschen Streben nach höheren Zielen. Kakashi hat Team 7 zur Bewertung zusammengerufen, aber was bewegt er? Mitglied von Team 7 gegen Kakashi. Komm, das machen wir einmal nochmal gegen Kakashi. Und nächste Folge. Oh, ich muss da erstmal hinrennen. Und nächste Folge geht's dann der große Kampf Lee gegen Gaara. So. Dann springen wir mal hier runter. Da kommt er. Gut, jetzt sind wir. Fangen wir an. Ja, perfekt. Nochmal ein Training. Aber es ist halt eine A-Mission. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wir können ja einfach mal schauen, wie weit wir das schaffen gegen Kakashi. Ach nein, das ist. Ah, das ist nur Laufen. Ja, also dann. Oh mein Gott, war das knapp. Aber ich bin doch schon geübt da drin. Oh, das war knapp. Oh, das ist auch. Oh, da gibt es meist immer nur einen Weg. Komm, 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 komm. Oh, das habe ich hingekriegt. Aber nur ganz knapp. Ah, das war doof. Komm, 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 komm. Perfekt. Ich habe gewonnen. Schon wieder ein Rekord. Perfekt. Wir haben eine A-Mission geschafft, auch wenn es zum Laufen war. okay, gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja. Oh, hast du nur gedacht. Oh, es geht noch weiter. Oh. Wir kämpfen noch gegen Kakashi. Oh, Mist. Okay, also ist es noch nicht vorbei. Gewinne den Kampfgegner mit hoher Geschwindigkeit. Größerer Angriff im Wald. Okay. Habe ich nicht schon mal die Mission versucht anzufangen? Aua, aua, aua. Da hast du jetzt keine Chance. Ich mach dich fertig. Ah, Mist. Ah, fuck. Ich hab losgelassen. Perfekt. Schnell aufsammeln. Ah, Mann! Darf ich auch mal angreifen? Ah, Mist. Aua, aua. Oh, Mist, ich habe irgendwas gedrückt. Fuck. Ah, das. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Ja, K.O. I'm K.O. Okay, ja. Das Laufen war einfach. Scheiße. Ich glaube, ich habe schon mal versucht, die Mission zu machen.
Nee, die Folge ist leider zu Ende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mission Wir müssen uns failed. noch ein bisschen Mission anstrengen, failed. bis wir dann irgendwann die A-Mission schaffen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren überhaupt nicht vergessen. Und ja, schaut euch auch unbedingt die anderen Videos an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ciao!